Ich euch heide alle aus meiner weihnachtlichen Hutzenstube. Weihnachten im Erzgebirg, das ist für mich die schönste Zeit. Das sei die besinnlichsten Stunde im ganzen Jahr. Wenn dann daheim es Bamel angeputzt ist, es rache Mannel nabelt und ihr vielleicht gerade beim Kaffee trinken seid, dann liegt dann auch der gute Duft von Butterstollen, Platzle und Pfefferkuchen in der Luft. Aufregung macht sich langsam breit. Die Spannung und die Vorfreude, die steigen. De, bald ist doch Bescherung. Und wir können sagen, lasst uns frohlocken zur Weihnachtszeit. Das schöne Lied soll jetzt für euch alle erklingen. Gesungen wird's vom Vater und Sohn, Steffen Kind und Felix. Lasst uns frohlocken. Ich euch, liebe Zuschauer, ganz herzlich zu einem weihnachtlichen Spaziergang durch Neuhausen und Kämmerschwalde einladen. Und wie überall im Erzgebirg leuchten auch hier aus alle Fenster viele tausend Lichter. Die Gemeinde, die liegt im Flöhertal am Fuß vom Schwartenberg. Es war Zang von Neuhausen, aber es ist Schloss Burschenstein. Da ist es allerdings im Moment ganz still und ruhig. Der ist steht leer. Soll aber in allernächster Zeit zu einem Hotel umgebaut werden. Und nun freue ich mich auf einige Gäste, die kurz vor der Bescherung noch in der Hutzenstube vorbeigucken wollen. Es sind 30 knackige Gesellen, die sich angekündigt haben. Zuvor aber besinge der Schwarzwasserbern Bernsbach den weihnachtlichen Zauber im Erzgebirg, wenn draußen vom Himmel der Schnee fällt. Ja.
wenn draußen vom Himmel der Schnee deckt Wälder und Wiesen schien zu. Dort kommt drum bei uns bald Weihnacht, stimmt alles so festlich und froh. Die Kinder, die fallen wie die Schafle, du hast zwei Kanut und kein Streit. Die Großen, die waren wieder Kinder, o selige Weihnachtszeit, o selige Weihnachtszeit. Die Sterne, die glitzern von Himmel, die Bäume sei Zucker beschneit, ist Bucht an der Tür schon da hochbricht, nur ist das von Kindel nicht weit. Nur ist das von Kindel nicht weit. Und scheine de Lichter von Bame, so warm uns in Herz und Gemüt. Dort klingt um in und nach Ahamit, des uralte Weihnachtslied, das uralte Weihnachtslied. Oh, es hat geknackt, ist das nicht wunderbar? Liebe Zuschauer, darf ich vorstellen, lauter knackige Männer, angeführt von Uwe Leschner, der sie gesammelt hat. Uwe, willkommen in meiner Hotzenstube. Ja, grüß dich, Marianne. Uwe, in eurem Museum in Neuhausen, da kann man ja mehrere tausend Nussknacker bewundern. Wie ist die Sammlung entstanden? Was hat es gemacht? Ja, angefangen hat eigentlich mein Vater. Der hat 1966 angefangen mit Nussknacker sammeln, hobbymäßig. Und 1990 haben wir das dann gesagt, wir machen es der Öffentlichkeit zugänglich als Ausstellung. Und mittlerweile haben wir es zum ganzen Museum gebracht. 4.500 Nussknacker sind insgesamt ausgestellt aus 30 Ländern. Das ist eine ganz schöne Summe hier. Nun hast du uns ja einige schöne Prachtexemplare mitgebracht. Was ist denn der älteste und war heute Nussknacker eigentlich erfunden? Ja, Nussknacker gibt es eigentlich schon so lange, seitdem es Nüsse gibt. Und das geht bis 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung zurück. Aber in figürlich gedrechselter Form war es eigentlich die Familie Füchtner, die den Nussknacker hier in figürlich gedrechselter Form herstellen. Mhm. Nach wie vor auch traditionelle Typen, König, Förster, Polizist, die das also auch heute noch machen. Bei der Vielfalt an Nussknackern, gibt es da einen, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Ja, also zu jedem Nussknacker gibt es eigentlich bei uns ein bisschen eine Geschichte dazu. Und es gibt natürlich auch ein paar, wo eine ganz besondere Geschichte dranhängt. Zum Beispiel der hier, da sind wir lange hinterher gerannt. Da ist also nur mal in einer geringen Stückauflage für einen Betrieb gemacht worden. Nun ist der Heiche umd und du wirst bestimmt schon ganz sehnsüchtig erwartet. Wie feiert ihr in der Familie einen Heiligen umd und den Feiertag? Ja, wir feiern mit meinen Eltern, meinen Schwiegerleuten zusammen, gehen zuerst in die Christmette und dann wird schön Abendbrot gegessen. Dann gibt es die Bescherung, das ist für die kleine Tochter natürlich das Hauptsächlichste am Heiligabend und den ersten Feiertag geht es wieder los im Museum. Uwe, da wünsche ich dir und der Familie natürlich ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und vielleicht bringt sogar der Rubrich ein neues Sammlerstück für dich. Hast du überhaupt einen Rubrich schon gesehen? Ich glaube, der schlich vor uns mal draußen noch immer, aber der hat wohl noch ein bisschen zu tun haben in seiner Weihnachtsstube. Oh, du liebe Zeit. Du musst aber noch ans Fix laufen, he, mit den Geschenken, dass er hier ankommt. Übrigens, bei uns in der Hutzenstube gibt es diesmal auch ein Geschenk. Und zwar der Erzgebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf, die hat auch das Lied vom guten alten Rarermann von der Gruppe Schluck auf geschenkt bekommen. Und das soll natürlich für uns alle jetzt zum ersten Mal im Fernsehen erklingen. Kind hier bei uns im Erzgebirg, das schöne Weihnachtszeit,
hasse jeder Mensch sogleich, es ist wieder Mond so weit. Ist Weihnachtszeit, wird aufgebaut mit allem Trimm und Traum. Der Christe fragt, das muss ich so, mach mir mein Rachamon. Jeder gute Rachamon, wo den schwarzen Bart ist in der Nuss wie angeschmort, was mich gar nicht starrt. Jeder gute Rachamon, wo den schwarzen Bart am Musse wohl geracht rum, sonst ist er gar nicht wart. Sonst ist er gar nicht wart. Ich stell bei jedem Leihemann ein Kerzen in den Baum. Du musst er zeigen, was also kann, nur brauchen Mann ein Baum. Was nützt mir die verschönste Kerl, wenn da der Stieb und gibt's keine Glies an jeden durch, nicht auszudenken, so ne Bloch. Wenn man das Ganze gar alles hat, wird's alltäglich und man kriegt's satt. Bei uns gibt's Stollen ganz ohne Frucht, aus Tradition am ersten Feiertag. Früh noch de Metten, wenn man kommt aus der Kälte, da ist der Hamschuh alles parat gestellt. Und während man über die Weissagung diskuriert, wird Kaffee getrunken und der Stollen probiert. Und weil wir so backen, 12, 14 Pfund, geht noch Weihnachten, ist Stollenkosten rund. Da treffen wir uns im Bekanntenkreis, erzählen untereinander, jeder weiß ja auch was Neues. Und mitunter haben wir, das ist halt so, mit der Kosterei bis Ostern zu tun. Und sei mir reihim, dann wieder in Lot, nur sei mir auch wieder bis Weihnachten so. Thank you.
Oh, Petra, dein Stollenappetit, dann hast du aber sie beschrieben in deinen Gedichten. Ich habe auch einen von uns mitgebracht. Sag mal, bäckst du eigentlich selber noch Stollen? Na, freilich, Marianne. Das gehört ja zur Vorbereitung auf Weihnachten mit dazu. Also wir tragen da alles zusammen. Mandeln, Zitronate, Butterschmalz, was wir so brauchen. Und dann schaffen wir alles neu zum Bäck. Da muss ich ruhig mit dem Tagkrempelogen. Siehst du, mir geht es doch genauso. Aber im Erzgebirg muss man trotz alledem ein kleines bisschen was beachten beim Stollenbacken, stimmt's? Ja, Marianne, das stimmt natürlich. Zuerst muss erst einmal der Bäck aufpassen, dass die Stollen auch recht schön hell und auch nicht zu dunkel waren. Und dann müssen wir aufpassen, dass die Stollen nicht zerbrachen. Denn für manche Leute hat das früher auch Udlig bedeutet. Wenn wir dann heimkommen, dann legen wir die Stollen alle auf den Tisch und dann werden sie noch einmal richtig gebuttert. Und dann werden sie eingepackt und kommen in der Kiste, dass sie gut durchziehen können. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Und dann war ja noch so früher, dass man erst noch die Metten anschneiden durfte. Tja, also Petra, der Stollen hier sieht ja sehr gelungen aus. Das muss man schon sagen. Sag mal, wann schneidet denn ihr einen Stollen an? Bin mal ganz ehrlich. Also, wir kosten dann Stollenschuhe mal im Advent. Einer wird mal probiert. Und die anderen, die kosten wir dann noch Weihnachten. Damit auch der Appetit ein wenig länger erhält. Petra, dich und deine Gruppe, die werden wir später noch einmal erleben. Und ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir mal dann Stollen mit einem guten Tassen Kaffee probieren. Darf ich dich bedienen? So. Und dann werden wir merken, wie Weihnachten schmeckt. Und die Böbach-Musikanten, die singen dazu Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Überall ist Glanz und Pracht. Ruhig ist in der heiligen Nacht. Weihnachten, das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Kinder zieht's ins Vorderhaus. Zank und Streit, die steckt man aus. Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Unser Blick geht himmelwärts. Frieden kommt in jedes Herz. Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, wie das klingt. Weihnachten, das klingt. Holt er mal in Rachomor und zünd er weirig Katzel auf. Weihnachten, wie das klingt. Oh.
das sieht aber gut und appetitlich aus. Da weiß man doch gar nicht, mit was man anfangen soll. Ja, das ist das erzgebirgische Neinerla, wie es in unserer Familie am Heiligabend gegessen wird. Liebe Zuschauer, vom Neinerla wird ja immer viel gerettet. Aber gesagt hat man es noch nicht so oft. Für uns hat Dana Hunger hier aus der Dachsbaude in Neuhausen einmal das Neinerla zusammengerichtet. Dana, was kommt denn bei euch alles dazu? Es wird ja unterschiedlich serviert. Ja, also du siehst, der Tisch ist reich gedeckt. Wir haben 9 Speisen aus 3 Elementen. Die Kartoffel aus der Erde, den Hering aus dem Wasser oder die Gans aus der Luft. Ja, vor uns steht eine vitaminreiche Holunderbeersuppe. Die gibt dem Körper Kraft. Wir haben Bratwurst und Gans. Das verheißt fürs kommende Jahr genügend Nahrung. Das Sauerkraut, damit das Leben nicht sauer wird. Und fürs Geld steht bei uns die Kartoffel. Dann haben wir noch fürs kleine Geld die Linsen. Aber da es etwas Quellendes ist, bedeutet es auch Wachstum der Kinder und Gesundheit. Dann haben wir noch den Hering mit Apfel und Zwiebel und die rote Beete für die Schönheit. Na, also das muss schön sein. Und was nicht fehlen darf, ist Brot und Salz, sonst fehlt es das ganze Jahr. Na, und mit was fängt man denn nur an? Ich würde sagen mit der heißen Holunderbeersuppe. Und danach nimmt sich jeder eine Bratwurst und die Beilagen. Aber ein Löffelchen von jedem sollte es schon sein. Was sitzt denn bei euch am Heiligen Abend alles am Tisch? Also bei uns sitzt nach Möglichkeit die ganze Familie zusammen. Und das sind immerhin 4 Generationen, von 1,5 bis 76. So, nun wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Abend und alles Gute fürs neue Jahr. Lichterglanz im Erzgebirg, endlich ist der Weihnacht da, hat's uns wieder zusammengeführt und da sei mal alle froh beim Lichterglanz im Erzgebirg. Leuchtet hell, brennt abfei acht. Ja, so was gibt's mehr hier im Gebirg zur heiligen Nacht. Im Gebirg zur heiligen Nacht. Kommt, nun wollen wir alle zusammen in die Metten gehen. Kinder, setzt euch näher, ein Mützel auf. Ein eisiges Lüftel weht halt wieder über unsere Höhe. Gehen wir zu den kleinen Kirchen auf. Sam und dann ist Krippenspiel und Herrn Posaunenklang. Strahlt und tanzt bis in der Herzen ein. Wenn die Weihnachtskerzen brennen, dauert's nicht mehr lang. Zieht Weihnachtsfrieden bei uns ein. Lichterglanz im Erzgebirg. Endlich ist der Weihnacht. Uns wieder zusammengeführt und da sei mal alle froh beim Lichterglanz im Erzgebirg. Leuchtet hell, drin gatt bei acht. Ja, so was gibt's mehr hier im Gebirg zur heiligen Nacht. Im Gebirg zur heiligen Nacht. Na, da komme ich ja gerade zur rechten Zeit. Klick auf, Markus. Ja, klick auf, Marianne. Darf ich da ein kleines bisschen mithelfen? Ja, na klar. Na komm. Ja, sag mal noch einmal, das ist ja ein ganz besonderer Baum. Wo kommt der da heute oben zu stehen? Ja, der bleibt hier im Stall stehen. Das ist Bescherung für die Pferde. Wir haben das so als Tradition, seitdem wir das Gebäude haben, dass am Heiligabend hier ein Baum aufgestellt wird als Bescherung für die Pferde, dass die auch ein schönes Weihnachtsfest sozusagen haben. Ja, also ganz ehrlich gesagt, na mein Guter, ganz ehrlich gesagt, das war der Fastassen. Ja, das sind unsere zwei süddeutschen Kaltblüter, der Sascha und der Dachs. Die zwei verwenden wir für landwirtschaftliche Aufgaben, zum Holzrücken zum Beispiel, aber auch zum Kutscheziehen und zum Reiten. Und am Heiligen Abend verbringen wir dann meistens noch eine gewisse Zeit mit den Tieren hier im Stall. Der Stall und das ganze Gebäude sieht ja sehr historisch aus. Wie alt ist denn das alte Vorwerk? Ja, das große Vorwerk zu Neuhausen ist vermutlich um die 600 Jahre alt. Ist über die Jahre hinweg immer wieder verändert worden, baulich. Also man hat mal was dazu gebaut, was weggebaut, je nachdem wie die Bedürfnisse halt da waren. Und wir haben es halt im Jahre 2002 gekauft und sind jetzt dran, es auszubauen als
zur Pferdehaltung auszubauen, als Reiterhof auszubauen. Da habt ihr euch natürlich viel für genommen. Mhm. Und wie sieht denn euer Weihnachtsbaum zum Heichen um das? Wir haben eigentlich keinen Weihnachtsbaum selbst im Haus. Das ist mit unserem Weihnachtsbaum und da wir sowieso gebunden sind durch die Landwirtschaft, ja, stellen wir diesen auf hier für die Pferde und das ist auch mit unserer. Ja, also, da wünsche ich euch natürlich für heute noch einen wunderschönen, besinnlichen Abend. Danke. Und alles Gute auf das neue Jahr. Dir auch. Ihr Leitle, freut euch alle, guckt raus, wie's draußen Greipele schneit, der Weihnachtszeit ist Kumme, vergasst all Zank und Streit. O selige Zeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unnach Stuhlen aus jedem Fensterle raus, denn zieht durch jedes Stübel von Kindel ein und aus. O selige Zeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit, o selige Weihnachtszeit. Horch, wie der Glocken klinge, uns zu in stiller heiliger Nacht, und fromme Kinder singe, euch ist heut Frieden. Selige Zeit, o Weihnachtszeit, du bringst uns wieder Frieden, machst unser Herz voll Lust und Freit, o selige Weihnachtszeit. Nun klick auf, Ruprecht. Klick auf, Marianne. Ich warte aber höchste Eisenbahn. Hier. Hast du dir alle Geschenke mit? Ja, selbstverständlich. Ich habe alle Geschenke beisammen. Und sie stehen zur Bescherung bereit. Was hat dir am meisten auf dem Zettel gestanden? Oh je, Marianne. Der Wunschzettel dieses Jahr war sehr, sehr lang. Unter anderem Plüschtiere, Autorennbahn, Fahrräder, bis hin zu Computer reichte es. Du liebe Zeit, du musst du aber schleppen her. Und wie? Was wünscht sich denn der Ruprecht selber am heiligen Abend? Der hat nur einen einzigen Wunsch, der Ruprecht. Dass alle Menschen hier auf Erden in Besinnlichkeit und vor allen Dingen in Frieden den Heiligabend verbringen. Dann wünsche ich dir für heute Abend mehr brave Kinder, Ruprecht. Und für dich selber, da wünsche ich dir ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Und ich mache mich jetzt auf nach Kämmerschwalde. Ich will in die Kirche. Und der Bergsänger Geier, die besinge jetzt die Zeit der tausend Lichter. An Heiligen und darf ich versorgen. Mole wegen den Kirchbergen auf. Ich denk, wie ist der Zeit vergangen, was stellen es Krippel wieder auf. Es ist der Zeit der tausend Lichter im Harzgebirg bei uns da. Und Kind.
Stimme singe leise, ihr seid Gott in der Höhe. Es ist der Zeit der tausend Lichter im Erzgebirg bei uns da. Heilige Nacht, schließ auf den Herzen weit, es Christkind will uns Frieden haben. Das karma feige schwind vorbei, nun zieht der Weihnacht wieder ein. Es ist der Zeit der tausend Lichter im Erzgebirg bei uns da. Heilige Nacht, schließ auf den Herzen weit, es Christkind will uns Frieden. Hier in deinem wunderschönen Kirchl von Kemmerswalde bin ich jetzt mit Pfarrer Michael Fischer verabredet. Klick auf, Herr Pfarrer. Klick auf. Können Sie mir verraten, wie alt ist denn die Schiene, alte Kirchl? Ja, unser Kemmerswalde kann ja auf 800 Jahre zurückschauen. Und 800 Jahre ist auch unsere Kirche alt. Die ersten 500 Jahre liegen etwas im Dunkeln. Da weiß man nicht genau, wie sich die Kirche entwickelt, wie sie gebaut worden ist. Aber man weiß, Anfang des 18. Jahrhunderts ist unsere Kirche so gebaut, umgebaut worden, wie sie jetzt zu sehen ist. Ja, nun ist es aber noch ganz ruhig. Wann ist der eigentlich Christmette hier in Kemmerswalde? Ja, Christmette gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Ach so. Ja, Christmetten sind ja eigentlich immer 5 Uhr früh, wie oft im Erzgebirge. Aber hier in Kemmerswalde, da ist zum Heiligen Abend eine Christvesper und die war 15 Uhr heute an diesem Tag. Ach, das sei die Kemmerswalder, jetzt alle auf dem Heimweg. Naja, das ist eigentlich gut so, denn bald ist doch Bescherung und das gehört nun mal dazu am Heiligen Abend. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie allen ein paar besinnliche und wichtige Gedanken mit auf den Weg gegeben haben. Ja, nicht nur ich, sondern die ganzen Krippenspieler, die mitgetan haben, ja, um von dieser Christi Geburt zu verkündigen. Und so handelt das Krippenspiel davon, wie dieser alte Hirte mit all seinen Dingen, Problemen, all den Dingen, die ihn bewegen, mitbekommt, dieses Kind dort an der Krippe, das ist derjenige, der ja, mir Heil bringen kann. Und so kommt er ganz zum Schluss mit hin zur Krippe, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte am Anfang, gar nicht damit gerechnet hat. Und das habe ich versucht, den Kemmerswaldern auch ein Stück weit deutlich zu machen, dass auch sie in dieser Rolle sind, des Hirten, dass sie heute hergekommen sind, um von dieser Weihnachtsbotschaft zu hören. Aber es geht eigentlich darum, nicht nur zu hören, sondern sich darauf einzulassen, dass man mitbekommt, dort ist der Herr der Welt geboren. Und ich muss mich fragen, ist das was für mich? Will ich da mittun? Will ich da mit an die Krippe hinangehen? Oder bin ich nur Zuschauer? Und dann verpufft die Weihnachtsfreude. Bei einer Weihnachtsfreude geht es eigentlich nicht nur um die Geschenke, sondern es geht darum, mitzubekommen, dass da ein Kind geboren wurde, was mir Heil bringen soll. Also ich glaube, Herr Pfarrer, die Worte, die sei bestimmt bei unseren Zuschauern angekommen. Und mancher wird heute Abend in den festlichen Stunden sich darüber Gedanken machen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls und Ihrer Familie ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Na und liebe Zuschauer, für uns erklingt itze eines der schönsten Weihnachtslieder. Es ist ein Ros entsprungen, gesungen von Annette Illich. Thank you.
Zuschauer, überall im Land beginnen in den nächsten Minuten die Weihnachtsglocken zu läuten. Dann geht ein sehnsuchtsvoller Blick zum Himmel, ihm dann Stern zu suchen, der Licht und Wärme in alle Herzen bringt. Sein Strahlen verbindet alle, besonders die, die heute Abend nicht mit Menschen zusammen sein können, die sie ganz besonders lieb haben. Vielleicht trifft uns alle so ein weihnachtlicher Funke zur Besinnung und zur Erleuchtung. Es kann ja sein, es gibt jemand, der ganz besonders auf ein liebes Wort, auf eine offene Tür oder ein kleines Gespräch warten tut. Denkt also dran, es ist doch Weihnachten. Ich als Ihre und Eure Marianne Martin wünsche Euch einen friedlichen und gesegneten Heiligabend. Ein frohes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute und Gesundheit fürs neue Jahr.